Doch tagsüber, warum stalkt mich die Spinne? So, ich habe Kohle vergessen. Kommt es hier gleich wieder zu mir? Nee, ich habe Kohle. Oh. Vornehmer her. Das Einzige, was mir halt wirklich fehlt, ist Zinn. Und zwar durchgehend. Selbst Gold habe ich jetzt ein bisschen was. Aber Zinn fehlt mir irgendwie die ganze Zeit. Baut auch nichts ab oder Lapis. Diamanten baut er auch, baut es ja auch ab. Ich glaube, ich muss sie einfach mal wirklich größer machen, die Quarry. Oh, nicht in die Quarry springen. Jetzt ist der Chunk geladen. Wusste ich doch. Lag an mir oder so. Ich bin ja diesmal über Localhost drin. Oh, du hast auch wieder Folgenbalken. Weil ich nebenbei Video hochgeladen habe. Ja, mein Reaktor ist leer. Und die Quarry. Ah, die Quarry steht sowieso. Die ist schon nach unten durch. Die war schon unten fertig. Aber der Reaktor an sich ist auch leer. Der baut auch nichts mehr auf. Kannst du vergessen. Der Reaktor ist tot. Gut. Dann könnte ich rein theoretisch gleich mal die Quarry abbauen. Und es wirklich testen. Mal testen, ob das klappt. Ich denke aber schon, dass wirklich die Redstone-Motoren einfach zu wenig Leistung hatten. Den Verdacht habe ich ziemlich stark. So, die Quarry muss ich dann, weil sie sich eins dahinter aufbaut, müsste ich dann hier ersetzen, oder? Die Bombe. Quatsch. Ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich mache. Ich weiß ganz genau, was ich mache. Dafür muss ich aber nochmal heimlaufen. Dass ich die ganzen Kabel gleich mal mitnehmen kann und so. Sonst bringt es ja gar nichts, wenn ich die Quarry aufbaue. Weil ich habe es nämlich auch schon woanders gesehen, dass es mit einem Elektromotor lief. Weil dann hat er da eine Solarzelle hingesetzt und ein MFE dazwischen. Oder sogar ein MFSU. Und dann lief das auch. Dann nehme ich hier jetzt halt mal die Pipes mit, die Golden Pipes. Und ich habe schon wieder keine Leadstone-Kabel. Ich habe doch Leadstone. Doch, hier habe ich noch Leadstone-Kabel. Nehme ich den Platzmarker mit. Und hier den Hebel nehme ich mit. Und ich nehme hier auch mal ein bisschen Erde mit, schnell zum. Ich nehme Pflasterstein mit, Cobblestone. Nehme ich das mal so mit. Ich denke schon, dass es klappt. Das habe ich auf jeden Fall schon mal wo gesehen. Da hat er mit einer Solarzelle dann einfach seine Quarry betrieben. Mit einer HV-Solarzelle oder was sogar nur MV. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Aber gesehen hatte ich schon mal. Auch mit einem Elektromotor. Weil wäre ja zu einfach, wenn du die Quarry wirklich mit einem kleinen Redstone-Motor betreiben könntest. Das wäre wirklich zu einfach. Mache ich das Loch einfach mal größer. Ich habe eine Netherfestung gefunden. Cool. Sogar ziemlich am Spawn. Und einen Lone Spawner. Ja, ist doch gut, dann haben wir schon mal das erste Zeug für die Ding. Ich werde jetzt hier den Marker hersetzen, den tue ich jetzt mal mit dem Leveler powern und laufe jetzt einfach mal bis hier hinter. Bis hierher. Das müsste doch reichen. Einfach nur, dass es ein bisschen größer wird diesmal. Oh, die droppen aber nichts.
Und bis da hinten irgendwo hin, da müsste ich nicht mal irgendwo hochbauen. So. Bis hierher. So, jetzt hat für jeden, der es nicht kennt, ich habe die Query jetzt ein bisschen vergrößert. Jetzt muss ich den Leveler, baue ich ab. Mach hier zack. Dann hat er das Gebiet markiert. Setzt die Query davor. Zack. Und die Query ist geladen und funktioniert jetzt auch. Für das Gebiet hier, was dann abgeschnitten werden soll. So, jetzt mache ich hier mal die Leadstone. Das Leadstone-Kabel ran. Ja, sie wird ein bisschen gepowert, aber so wirklich viel Bums kriegt sie nicht. Ganz wenig Energie. Mir fehlt ja wirklich Helorium. Ein bisschen kriegt sie, wird sie gepowert. Aber ich wollte es ja jetzt mal ausprobieren. Deswegen muss ich ja hier jetzt mal ausschalten, den Reaktor. Der wird gleich leer Oh sein. Gott, oh Der wird. Gott, Gott. Was denn? Lohnt sich OP, wenn ich Ja, den also Blödsinn er. anhab. Also wenn ich hier einen Elektromotor hinsetze, der verbindet sich instant mit der Query. Deswegen denke ich schon, dass es geht. Und jetzt sehe ich hier einen Ich bin Generator ran. tot. Echt jetzt? Haut auch nicht, ich hab zwei Herzen. Aber ich komme nicht mehr weg von da. Soll ich dir irgendwie helfen? Wenn nicht. Ich komm gleich mal runter. Ich will jetzt das mal ausprobieren. Ich bin gleich fertig. Wo bist denn du? Was hast denn du für ein Problem? Lohn? So viele? Naja, Rubber Boots geben keine Defense und Feuer macht Schaden. Das ist scheiße. Ich Hab warte. mich gerade Ich warte jetzt vorsichtig hoch. mal schnell, bis mein Generator hier leer gelaufen ist. Ist gleich passiert, hat noch 1000. 1300, 1200, 1900. Hä? Ich sehe das halt. Ach, hier doch. Ja, jetzt ist er leer. Das heißt, die Query. Ich habe nichts mehr zum Essen. Die Query steht jetzt. Genau. Jetzt schmeiße ich hier die Kohle rein. Der Generator produziert. Elektromotor, was und warum sind im Elektromotor 20 Dreck drin? Irgendwas hier reinschreiben, das ist hier nichts. Aktuelle Leistung 0 MJ. Speicher 20, 0 MJ. Eine verschlossene Maschine wird keinen Lol. Zugriff über Rohre erlauben. Da wollte ich mich schon freuen. Kein Treibstoff. Diese Maschine benötigt Treibstoff. Nee, jetzt ist. Okay. Warum ist da eigentlich Dreck drin? Leere Steckplatz. Was kann ich in einen Steckplatz tun? Elektromotor. Also, hä? Kein Treibstoff. Maschine benötigt mehr. Vermeide eine Überhitzung. Motoren können überhitzen, falls diese produzierte Energie nicht abgeführt wird. Falls das passiert, werden sie zwangsweise abgekühlt. 0 MJ aktuelle Leistung. Besitzer Crocs. Ja. Hä? Motor. Achso, verschrieben. Motor. Motorisierter Stellantrieb. Upgrade, generische Wärmekraftmotor versorgt den Monteur mit Kraft durch Lava, durch internen Tanks. Treibstoffkosten plus 5%. Erlaubt die Nutzung von allen Treibstoffkosten. Von allen Kraftstoffen. Servomotor, Kranmotor, Servomotor. Kann ich den irgendwie upgraden? Den Elektromotor? Forestry for Minecraft.
Ja, der braucht Strom, der Elektromotor. Ja, der hängt gerade an einem normalen Generator dran, aber anscheinend reicht das nicht. Ja, hat's gereicht. Mal elektrisch. Eine Das. Electrical Engine funktioniert damit. Mit einem ganz normalen Generator? Der pumpt nämlich nicht. Und der zeigt auch hier immer wieder an, zu wenig Strom. Zeigt er immer wieder an. Hat mit dem Generator funktioniert und jetzt mit der Baitbox genauso. Welche Kabel hast du genommen? Kupfer. Kupfer. Ich habe Goldkabel. Ich habe da nur Kupferkabel. Ja, weil der steht. Jetzt hier kriege ich auch die Meldung, kein Treibstoff. Und die blinkt dann, haut dann auch wieder ab. Moment, ich komme mal. Kannst du kommen? Ohne dass du Ja, gleich ja. stirbst? Ich bin eh schon wieder draußen. Ach so. Ich habe mich rausgegraben und bin mit Jetpack irgendwie weggeflogen. Ich kriege hier immer wieder die Meldung, reguläre. So, wo genau bist du? Bei der Query hinten. Da steht auch hier aktuelle Energie 0 MJ pro Tick, Speicher 0 MJ, Temperatur 20 Grad. Muss ich für den Motor noch irgendwas reinmachen, vielleicht, dass der läuft? Weil Eigentlich nicht. ich habe hier drei Steckplätze. Ich habe hier drei Sachen, wo ich reintun kann. Unten war Erde drin. Eigentlich nichts dran machen. Und ab und zu hier kein Treibstoff ist jetzt wieder aufgeblinkt. Diese Maschine benötigt mehr Treibstoff. Weil sie gerade die Query bewegen soll, vielleicht? Dass der Strom nicht reicht? Von nur einem Generator für eine Query? Von einem Generator nur für die Query? Kann sein, oder? Weißt du was? Ich möchte es jetzt einfach mal wissen. Nur wissen will ich das jetzt mal. Ich will es nur mal wissen. Und dafür gehe ich jetzt mal wirklich nur zum Ausprobieren will ich mal gehe ich mal in den Game Mode. Ich will es wirklich mal nur wissen. Aber welche Maschine setze ich denn da mal hin? Setz einfach eine Badbox daneben hin. Ja, bräuchte aber wenn dann eine volle Badbox. Man kann seinen Generator an die Badbox anschließen. Opfer ich jetzt mal das Goldkabel dafür für den Test. So. Kein Treibstoff. Diese Be Maschine benötigt mehr Treibstoff. Und es wird auch nicht drüber. Wieso sind da noch Erze in der Quarry drin? Im Also, Gebiet? das sind die was nicht abbaut. Das ist so ein schwachsinniges Erz. Also mit der Badbox, nein. Diese Maschine benötigt mehr Treibstoff. Jetzt ist es weg. Aber sie pumpt auch nicht. Du kannst es ja mal bei mir anschauen. Wofür hast du denn du genommen? Carpenter. Ha? Den Carpenter. Okay. Aber sie pumpt auch nicht. Und er blinkt immer wieder auf, diese Maschine benötigt mehr Treibstoff. Ja, anschauen. Komm mal mit. Warte mal, ich probiere es mal mit dem Kabel, mit dem Glasfaserkabel aus. Kabel. Ich will das jetzt mal wissen. Ich will das mal wissen. MFE. MFE. Ob das jetzt klappt? Auch nicht. Das MFE wird aufgeladen, aber es klappt nicht. Diese Maschine benötigt mehr Treibstoff. Jetzt ist es weg. Brauchst du Hilfe? Also ist es weg, aber man sieht es ja, es passiert nichts. Komm mal mit. Ich mach doch da. Was mache ich denn da falsch? Nee, das muss doch klappen. Weil der richtet sich ja automatisch zur Quarry aus. Also es klappt nicht. Es klappt nicht. Dann mache ich jetzt wieder normal. Gib mir den Generator wieder. Generator. 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 Die Kohle ist mir jetzt mal egal. Und die zwei Hier hängt Goldkabel es weg. nämlich auch nur an einer Bedbox.
Die zwei Goldkabel nehme ich mir, gebe ich mir wieder. Nein! So, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es halt wirklich nicht, warum das nicht klappt. Also zu mir runterschauen. So, man muss es über den Reaktor wieder laufen lassen. Der momentan eh kaum... ich komm gleich mal mit zu dir runter. Der momentan eh kaum Strom hat. Weil mir das Dielurid fehlt. Ja, der läuft nicht mal an. Doch, doch. Doch, ja. Der läuft in so... Alter, könnt ihr Zombies mich mal in Ruhe lassen? Ich will mal schauen, ob sie vielleicht ein bisschen Dielurid abgebaut hat. Diamant. Hier ist nichts.